Du kannst wohl doch Türen benutzen. Du weißt, was ich will. Sie hören zu. Du hast zwar Fragen, aber ich habe gute Gründe, nicht zu antworten. Das sind alles Spezialanfertigungen. Hey, vorsichtig! Einige davon sind Erstausgaben. Frisch restauriert. Leider war mein gewohnter Restaurator nicht verfügbar. Beleuchtung ist wichtig, besonders in meinem Alter. Ich sehe nicht mehr so gut. Du willst also wirklich in der großen Liga spielen? Darauf stoße ich an. Bring mir mal die Whiskyflasche da. Mächtige Leute spazieren seit Jahren aus Blackgate einfach raus. Doch du warst drin. Warum? Sie wurden beschützt. Doch ich nicht. Beschützt von wem? Niemand nennt den Namen. Es wird ihm niemals gedroht. Den Rat der Eulen gibt's nicht. Der Powers Club. Ja. Wo sich die Superreichen ebenso vergnügen. Könnte ein Blick wert sein. Ich selbst mache einen großen Bogen um das Schlangennest. Doch mich schickst du wohl gerne dorthin. Ich ließ Jahre meines Lebens in Blackgate. Geh dorthin und mach dein Ding. Aber von mir weißt du nichts. Glockenturm. Hast du das gehört? Pinguin wird zu schnell bereit zur Zusammenarbeit. Meinst du, er plant etwas? Mag sein. Aber er scheint den Rat der Eulen für sehr real zu halten. Okay. Ich schaue mir den Rat mal genauer an. Ich melde mich. Colonel Kay. Sergeant Pennyworth. Tut mir leid, dass wir uns zu spät treffen. In dieser Stadt reißt die Arbeit nie ab. Oh, das verstehe ich gut. Der Papierkram nimmt kein Ende, seit Bruce tot. Ja. Ich glaub's noch immer nicht. Bruce' Beerdigung war der schwerste Tag meines Lebens. Ja. Wissen Sie noch, was ich damals sagte, nach Martha und Tommy? Sie sagten, der Tod zeigt den Wert eines Lebens. Wir nehmen Menschen für gegeben, bis sie fort sind.
weiß nicht, was ohne Bruce aus der Foundation wird. Ich hoffe, Master Grayson hilft Ihnen bei der Umstellung. Ja, das tut er. Dick hatte schon ein Investorengespräch. Er macht sich erstaunlich gut. Ich bin jeden Tag... Seid ihr aus dem Altenheim ausgebüxt? Wisst ihr nicht, dass es nachts gefährlich ist? Ich bin jeden Tag wieder aufs Neue stolz. Geld her oder ich verpasse eine Ladung. Wisst ihr was? Vergesst es. Ziemliche Kehrtwende. Der Typ wusste nicht, wen er vor sich hatte. Kommen Sie rein. Bei einem Drink redet sich's gut. Da sag ich nicht nein. Aber nur nicht zu lange. Ich will niemandem Sorgen machen. Ich bin drin. Warum hat Pinguin uns hergeschickt? Die haben wohl Handlanger als Wachen aufgestellt. Auch eine extra lange Pause gegeben, hm? Ich beschwere mich nicht. Es ist schön, mal zu verschnaufen. Was der arme Kerl wohl getan hat? Welcher arme Kerl? Also, ich habe nur eine längere Pause bekommen. Na, das klingt ja gar nicht verdächtig. Eine Geheimtreppe. Gar nicht verdächtig. Glockenturm, ich habe eine Geheimtreppe gefunden und gehe runter. Glockenturm? Nichts. Das ist schlecht. Protokollmodus an. Senden, sobald möglich. Die Blutspur endet an der Wand. Das sieht man wirklich nicht alle Tage. Kein Ausgang zu sehen, aber es gibt immer einen Ausgang. Eine Art Test vielleicht? Das hat was bewirkt. Finden wir raus, was? Es ist ein Rächer! Glockenturm. Du kannst das zwar nicht hören, aber Pinguin hat doch keinen Quatsch erzählt. Der Rat der Eulen ist echt. Dann mal auf in die Höhle des Löwen. Umkehren wäre sinnlos. Diesem jungen Bruce Wayne gab es ständig Ärger. So vieles, was wir nicht tun konnten. Sein Tod hat den Weg für unseren Neuerwerb geebnet. Gut.
Aber du solltest vorsichtig sein, wo sie schnüffeln, mein Schätzchen. Und nun zum anderen Problem. Die Senatoren wurden bestochen. Sie verabschieden den Entwurf Anfang nächsten Monats. Wunderbar. Wie sehr ich diesen Abschaum doch hasse. Verzeihung, Ben. Wir müssen sie hier wegbringen. Hast du Angst vor Mäusen in dem Ben verweichlicht? Ich muss an ihn vorbei. Das muss die entführte Person sein. Er klingt gar nicht gut. Beeilen wir uns. Nein, nein, nein. Ruf mal einen Fehler. Komm nicht wieder vor. Bitte! Tod dem Verräter! Und Tod auf dem Eindringling. Dreck! Widerlicher Schmutz! Fertig zu ihm! Die Stimme des Rats kommt. Er wird die Strafe festlegen. Berat, vergib dir dein Versagen nicht. Du bezahlst das mit Blut. Nein, bitte nicht. Ich tue alles. Und du, Anschau, gehörst hier nicht hin. Der letzte Eindringling wandte sich vor über 100 Jahren hierher. Die Strafe für diesen Frevel bleibt dir doch gleich. Gebaut. Scheiße, verdammt. Was zum Teufel ist das? Scheiße. Hier unten sind ja hunderte Leichen. Die Sache ist viel größer als gedacht. Diese Kleidung sieht aus wie aus einem Film. Ist es möglich, dass der Rat schon seit Jahrhunderten existiert? Solche Ärmel waren vor 100 Jahren in Mode. Wie lange treibt der Rat schon sein Unwesen? Wusstest du, dass Bruce dem Rat auf der Spur war? Leider nein.
Er hat mir wenig verschwiegen, aber das hat er vor mir geheim gehalten. Vor mir auch. Wir haben Aufnahmen vom Rat, aber sie sind schwer zu verstehen. Sicher? Hast du Wiedergabe gedrückt? Tim. Weißt du, du warst nicht der erste Robin. Oder der zweite. Es wurden Dateien beschädigt. Ich werde Diagnosen durchführen und sehen, was ich retten kann. Vielleicht hat Master Bruce noch mehr Hinweise hinterlassen. Margie, die tätowierte Dame, hat uns bei Haley's Circus vom Rat erzählt. Er würde zuschauen und uns holen, wenn wir eine schlechte Show abliefern. Ich hielt es immer für eine Zirkuslegende. Keineswegs. Es gibt zwar in Gothams Geschichte einige Hinweise auf den Rat, aber nichts Konkretes. Ich kann keine der Quellen authentifizieren. Irgendein Spinner soll ein Buch darüber geschrieben haben. Aber auch das ist eine Legende, also. Wirklich schade. So ein Werk hätte sehr gut in unsere Bibliothek gepasst. Die erste Version des Reims stammt aus dem 18. Jahrhundert. Darin heißt es, sie suchen den Jungbrunnen. Sie sind mordlustig für Leute, die ewig leben wollen. Das schließt einander nicht aus. In dieser Grube waren viele Leichen. Und einer davon hielt den hier. Vielleicht öffnet er was? Die Scans zeigen ein Isotop im Metall. Der öffnet definitiv was. Ein Schlüssel. Also? Suchen wir die Tür. Morgen, Alfred. Richard? Sie wissen besser als andere, dass Anführersein eine Last ist. Sie müssen sie nicht allein tragen. Keine Ahnung, wovon du redest. Wissen Sie, manchmal sind Sie wie Master Bruce. Ich bin nicht wie er. Natürlich nicht. Anders als er, würden Sie nie eine Wunde ignorieren? Mir geht's gut. Klar? Es zeichnet einen guten Anführer aus, Hilfe annehmen zu können. Willkommen zurück. Hattest du viel Spaß mit den schönen Menschen? Ohne Gesicht. Ich glaube, das war kein Spaß. Was soll das alles, Cobblepot?
Du kommst direkt zur Sache. Das mag ich an dir. Wie wär's mit einer kleinen Kooperation? Niemals. Ich wäre ein guter Barkeeper, aber das Einzige, was noch schmutziger ist als deine Vergangenheit, ist das Geld hier. Du verstehst mich falsch. Als Besitzer eines angesehenen Etablissements möchte ich, dass die Straßen sicher sind. Du könntest mir dabei helfen. Wenn ich das richtig verstehe, soll ich deinen Konkurrenten die Knie brechen? Ich mache keine illegalen Geschäfte mehr. Wenn ich auf ungewöhnliche Ausrüstung stoßen würde, müsste ich sie als aufrichtiger Bürger melden. Wenn du das wirklich durchziehst, esse ich meine Maske. Aber gut. So gefällt mir das. Natürlich ist sie gruselig und leuchtet. Das ist zur Vorschrift. Ho, ho, ho. Gibt es hier brave Eulen? Bin drin, Glockenturm. Art Versteck für den Rat. Hier scheint aber niemand zu sein. Ein seltsamer Ort. Gibt es Hinweise, was Sie dort angestellt haben? Ich sehe mich um und berichte dann. Moreno. Der Name kommt mir bekannt vor. Glockenturm, gab es nicht mal einen Mordfall mit einem Opfer namens Moreno? Sicher doch. Der Bruder von Elena Moreno, einer Richterin. Sie hat sich direkt danach beurlauben lassen, aus persönlichen Gründen. Sieht aus, als hätte der Rat der Eulen den Mord befohlen. Mal sehen, was ich noch finde. Glockenturm, der Rat hat einen Mord am Chelsea-Tunnel befohlen. Der Tunnelbau wurde eingestellt, als die Baustelle als gefährlich eingestuft wurde. Klingt für mich nach Vertuschung. Der Rat der Eulen will die Baustelle unbedingt absichern. Bin schon unterwegs. Viel Glück. Bleiben Sie in Kontakt. Die Arbeiter haben einen Abgrund gefunden und dann aufgehört. Da unten bin ich sicher außerhalb der Funkreichweite. Bleib dran, wenn du kannst. Ich melde mich, sobald es geht. Gehe jetzt runter. Verstanden.
Das Zeug heißt also Dionysium. Hab nie davon gehört, aber ich bin auch kein Experte. Im Glockenturm können wir sicher Tests durchführen. Wie komme ich denn jetzt dahin zurück? Du weißt offenbar nicht, wer du bist. Unsere Macht ist verdient. Wir haben Gotham zu der Stadt gemacht, die sie heute ist. Wir beschützen sie, nicht ihr. Ihr seid Fledermäuse. Und eure Flaschen Fledermäuse. Bleib ich auf keinen Fall. Glockenturm, hörst du mich? Wir hören Sie wieder, Red Hood. Geht es Ihnen gut? Alles in Ordnung. Der Rat schürft nach komischem Zeug namens Dionysium. Und es erinnert mich ziemlich an... Glockenturm? Ich höre nichts. Kommen! Mist, Signal verloren. Du brauchst ewig für die einfachsten Aufgaben. Wir müssen etwas besprechen. Komm zu mir. Der Rat der Eulen sieht, was in Gotham vor sich geht. Er lauert in den Schatten. Er ist's, der alle Schicksal webt. Du wusstest, wir finden den Rat. Du wolltest doch nur, dass wir den Hals riskieren. Als ich noch in der Liga war, bemerkten wir die Macht des Rats in Gotham. Jetzt siehst du die Verdorbenheit der Stadt. Sie graben nach etwas namens Dionysium. Stinkt nach Lazaruswasser, wenn du mich fragst. Ein schlechter Ersatz für das wahre Wunder. Ein kontaminierter Extrakt. Seit Jahrhunderten schon sucht der Rat nach einem Jungbrunnen. Doch er lernte nur die Schöpfung unsterblicher Monster. Hm. Sie brauchen das Dionysium für die Talents, ja? Tja, sieh mal an. Hm. Warum macht die Liga keinen Deal? Etwas grünen Schleim im Tausch gegen willenlose Talent-Ninjas. Selbst in ihrem derzeitigen würdelosen Zustand wäre die Liga nie so korrupt. Und der Rat ist so gierig und korrupt. Und so ergründet er niemals die Geheimnisse der Lazarusgruben.
Ihr macht aus einer chemischen Reaktion irgendein völlig irres Ritual. Oh, das sind ja harte Worte. Die Zeremonie rettete dich, Jason. Ich wusste es, Talia. Die Grube hat mich fast verrückt gemacht, aber ich bleibe Detektiv. Dankbarkeit ist offenbar zu viel verlangt für eine erneute Chance auf das Leben. Nach allem, was du mir angetan hast, schulde ich dir gar nichts. Seit Bruce Tod wächst die Macht des Rates. Die Liga der Schatten wird Gotham vernichten, sofern der Rat nicht verstummt. Hör auf mit diesem kryptischen Scheiß. Wir sollen die Stimme beseitigen, dann lässt die Liga Gotham in Ruhe. Und was hast du davon, hm? Ich übernehme für euch die Täuschung der Liga. Und der Weg zum Rat der Eulen wird frei sein. Jetzt verstehe ich Montoya besser. Hey, Alfred, stand was in den Aufzeichnungen der Stadt? Leider nicht. Laut städtischer Aufzeichnungen gab es keinen Bergbau in Gotham, seit der Cauldron errichtet wurde. Unserem Fund nach zu urteilen, graben sie da unten schon seit Jahrhunderten. Hör dir das mal an, Alfred. Babs konnte ein paar Stimmenaufnahmen des Rats wiederherstellen. Dionysium holte die Talents wieder zurück. Nicht ganz. Dionysium ist im Prinzip nur schwaches Lazarus-Wasser. Hält die Körperfunktion, aber freier Wille ist er nicht mehr. Und was ist ein Talent eigentlich? So eine Art irrer Killer-Zombie? Schon seltsameres gesehen. Vielleicht. Irrer Zombie? Klingt nach Jason, oder? Ich erkenne da jemanden. Die alte Frau ist Constance Cobblepot, da bin ich sicher. Und die anderen? Das ist schon schwieriger. Könnte ich sie persönlich hören? Persönlich? Tim, bring die Frequenzen auf den Schirm. Schwer zu vergleichen bei all dem Schaden und den Stimmverzerrungen. Vielleicht hat das System ja mehr Glück bei einem Vergleich. Unserer Proben mit den Stimmen der echten Person. Toll. Aber wo finden wir diese Arschlöcher? Zwei Wörter. Orchard Hotel. Der Maskenball. Das Event der Saison. Dieses Jahr zu Ehren von Master Bruce. Gothams Reiche verkleiden sich dort als Menschenfreunde. Ich war schon mal da. Versammlung der Drecksäcke. Da sich dort Gothams Elite versammelt, werden die Sicherheitsvorkehrungen streng sein. Ihre Pläne vorher zu kennen, wäre für uns von großem Vorteil. Ich werde unsere Masken für die Aufnahmen ausrüsten. Mit einem guten Aussichtspunkt. Können wir diesen Stimmen vielleicht ja auch ein paar Gesichter zuordnen? Klingt nach einer tollen Party. Ich habe geahnt, dass dieser Tag kommt. Sie würden nicht glauben, was ich im Hotel gehört habe. Darum wollte der Rat sie zum Schweigen bringen. Verdammt, die sind echt! Das erklärt die Masken. Einer meiner Jungs hat sie mit Informationen gefüttert. Und sie sollten die gleichen Informationen bekommen. Danke für die Daten. Wir kümmern uns um den Rest. Die Stadt geht vor die Hunde, ich schwör's. Ich habe die Daten von Hendrix hochgeladen. Sie sind bald soweit. Das gleiche Gesicht machte Bruce auch mal, als er bei einem Fall nicht weiterkam. Wo drückt der Schuh? Alles beginnt mit Ra's al Ghuls Angriff auf Batman, aber ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Noch nie gegen die Liga gekämpft. Stimmt. Ra's ist, war ein Fanatiker. Er gründete die Liga vor Jahrhunderten,
um die Korruption auszurotten. Seine Philosophie, wenn man sie so nennen will, lautet Dinge zerstören und wieder aufbauen. Im Laufe der Jahrhunderte löschte er Städte aus. Er war auf Gotham aus. Batman hielt ihn auf. Er war beeindruckt. Also machte er Bruce zu seinem Erben. Und das, obwohl Bruce ablehnte. Doch dafür ließ Ra's Gotham in Ruhe. Zumindest bis er auftauchte und... Bruce. Talia sagt, Ra's verhielt sich bei seinem Tod unberechenbar. Ja. Ich wette, dass das nicht die ganze Geschichte ist. Moment. Was ist, wenn alles früher begonnen hat? Batman starb während seiner Ermittlung zum Rat der Eulen. Meinst du, Ra's fand es heraus? Aber warum den Erben angreifen? Ra's möchte zwei Dinge. Die Korruption beseitigen und die Lazarusgruben schützen. Nutzte der Rat also eine Probe der Gruben zur Erschaffung von Talons? Ra's rastet aus, schreitet selbst ein, es eskaliert. Dann sind er und Bruce tot. Ohne Batman, der die Korruption in Gotham im Zaum hält, streckt der Rat seine Flügel aus. Die Liga folgt Ra's nach Gotham. Und niemand kann sie daran hindern, den Rat anzugreifen. Gotham City wird Schauplatz eines verdammten Krieges. Ohne Batman als Retter. Das ist jetzt wohl unser Job. Ja. Ist es. Und wir wissen, was zu tun ist. Wir rotten den Rat aus und halten die Liga aus Gotham fern. Er fehlt mir sehr. Also, was meinst du? Dieser Ort ist bemerkenswert. Und um einiges heller als die Betthöhle. Ich wünschte, Bruce könnte das sehen. Ist nicht das Manor, aber es gefiele ihm. Ganz bestimmt. Denn das hier ist ihr Zuhause. Egal wie hart wir arbeiten. Wir werden nie fertig. Aber Bruce hat nie aufgegeben. Und wir tun's auch nicht. Der Schutz von Gotham ist ein schweres Unterfangen. Master Bruce war sich dessen bewusst. Also hat er dafür gesorgt, dass sie alles haben, was sie dafür benötigen könnten. Selbstverständlich. Ich verstehe es einfach nicht. Clayface fiel beim letzten Kampf mit Batman in eine Turbine. Wie hat er das überlebt? Keine Ahnung. Die hat ihn zerfetzt. Sieht so aus, als hätte er überlebt. Die kleine Smoothie-Achterbahn hat ihm wohl nicht gereicht. Also gut, was wissen wir über unseren neuen Freund? Naja. Wisst ihr, ich habe die DNA von Clayface schon einmal untersucht, aber das hier ist etwas komplett anderes. Die Struktur ändert sich ständig. So als könnte sie sich nicht wieder zusammensetzen. Wir haben beschädigte Nukleotide, instabile Phosphatgruppen und extreme Synthesestörungen. Das ist nicht mal für Clayface ansatzweise normal. Diese Probe wirkt über alle Maßen durcheinander, fast so, als wollte sie fünf Dinge gleichzeitig sein. Oh, vielleicht weil diese Teile von ihm allein einfach nicht ausreichen, um sich zu einer bewussten Gesamteinheit zu stabilisieren. Ihr zieht schon wieder eure Nerd-Nummer ab. Sorry.
Clayface ist vielleicht an zu vielen Orten auf einmal und hat daher Probleme, irgendwas Bestimmtes zu sein. Aber je mehr Clayface zusammenfindet, desto stärker und schlauer wird er letztendlich. Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Was, wenn er bereits sein Bewusstsein hat? Wir können ihn doch nicht einfach so lassen. Wenn wir ihn zusammenfügen, gefährden wir die gesamte Stadt. Das Risiko ist viel zu groß. Das würde uns ohnehin nichts bringen, wenn wir gar nicht wissen, wo er ist. Das Staubecken ist mit der Kanalisation der gesamten Stadt verbunden. Er könnte überall sein. Wahrscheinlich sind sogar noch Teile von ihm im Trinkwasser. Das war's dann wohl, Jason. Ihm passiert nichts. Hoffe ich zumindest. Ich scanne die Stadt nach der Tonsignatur und ich sag Bescheid, wenn ich was finde. Na dann viel Spaß dabei. Hat der Wetterbericht was von einer Eiszeit gesagt? Achtung, Extremwetterereignis im Gange. Es wurde innerhalb von Minuten 20 Grad kälter. Eine extreme Kaltfront? Das ist nicht möglich. Nicht ohne etwas Hilfe. Freeze. Freeze macht jetzt das Wetter? Freeze macht jetzt das Wetter. Der Sturm konzentriert sich um das Elliott Center. Wir müssen sofort dahin. Glockenturm, was passiert da draußen? Zahllose Tote und die Temperatur fällt weiter. Verdammt. Ich krieg dich, Freeze. Arschkalt. Geschafft. Sei auf alles gefasst. Das muss die Wettermaschine sein. Hoffentlich funktioniert der Unterbrecher. Wir müssen schnell handeln. Kommt der überhaupt an sowas ran? Freeze muss Freunde mit linken Geldbörsen haben. Weg von meiner Staumaschine! Was? Von dem Schrotting? Verzieh dich, oder du bereust es. Irrelevant! Ich hab schon, was ich will! Ein Sturm umhüllt ganz Gotham. Nichts kann ihn aufhalten. Du wirst für alles hier büßen. Doch nicht so tough, huh, Freeze? System überlastet. Kryogenzyklus offline. Harter Reset erforderlich. Nicht zu fassen, dass ich das mache. Ja, ja. System Reset erfolgreich. Kryogenzyklus online. Lebst du noch? Du hättest mich sterben lassen sollen. Das wäre leichter für dich gewesen. Die Wettermaschine ist offline und der Sturm klärt auf. Der undankbare Hund sagte, ich hätte ihn sterben lassen sollen. Könnte recht haben. Victor hatte immer das Potenzial, Gotham ins Chaos zu stürzen. Bis heute geht ihn ein Funke Menschlichkeit davon ab. Und jetzt liegt es an mir. Wir haben Freeze eingesperrt, aber seine Kryo-Waffen sind noch da draußen.
Man muss schon mehr erfahren, um die Regulators von beeindruckender Technologie fernzuhalten. Niemals. Also müssen wir ihre Bestände finden und die Waffen entsorgen. Wollen Sie mit Ihren Regulator-Freunden plaudern? Sie freuen sich, mich zu sehen. Glockenturm, ich bin drin. Der Rat hat hier eine schicke Bleibe gefunden. Von einem guten Aussichtspunkt aus kannst du sicher den Ballsaal abhören. Pass aber auf, dass dich keiner sieht. Oh, ich wollte doch auf dem Ball tanzen. Danke. Alle, die in Gotham was zählen, sind hier. Und ich soll mich benehmen, sonst vermassle ich es für uns beide? Ja, das stimmt genau. Woher weißt du das? Dasselbe hast du letztes Jahr gesagt. Vor... Da stimmt was nicht. Das reicht, ich will deinen Mist nicht hören. Kriegt meine Oma jetzt das Herz? Nein, mir egal, was mit dir ist. Du schuldest mir ein Herz. Ich muss jetzt zu diesem Bankett. Aber danach unterhalten wir beide uns mit ein paar meiner Kollegen. Was war das? Das ist nicht. Warum sollte das sonst hier hängen? Wieder diese dumme Theorie? Du hast den Aufzug gesehen. Das Hotel hat keinen 13. Stock. Ich lasse sie einfach in Ruhe. Und wie die Stimme. Glockenturm, Kameras und Funk der Wachen sind lahmgelegt. Gute Arbeit. Und denk dran, die Wachen da draußen sind auch Ratsmitglieder. Schalte sie ruhig aus, wenn du musst. Alles klar. Glockenturm, ich gehe jetzt in den Ballsaal. Jetzt kann die Party losgehen. Bin gespannt, wie viele der reichen Schnösel Ratsmitglieder sind. Aufnahmetechnik bereit zum Belauschen. Spektakel. Selbst im Tod will Wayne uns noch übertrumpfen. Lassen wir ihm den Spaß. Morgen wird das kein Problem mehr sein. Sie haben recht. Sein Tod ist ein Grund zum Feiern. Was glauben Sie, was wir tun? Das sind ein paar Treffer. Wir kriegen sie alle. Waren Sie denn schon im östlichen Treppenhaus? Was abgeriegelt ist? Ich hörte, das spukt es. Habe ich auch gehört. Seltsame Geräusche, wie Schreie und Kratzen in den Wänden. Ugh. Mehr haben Sie für den großen Bruce Wayne nicht zustande gebracht? Wie peinlich. Wenn ich abtrete, gibt's ein Spektakel. Feuerwerk, Tänzer, Eisskulpturen, alles. Er kann mich nicht empfangen? Aber ich bin der Bürgermeister. Ich fürchte, seine Planung lässt das nicht zu. Sagen Sie Colonel Kane, dass das inakzeptabel ist. Mein Amt verdient Respekt. Natürlich, Bürgermeister Sy. Ich gebe das weiter. Kaum zu glauben, dass Bruce Wayne tot ist. Ich weiß, ich wollte dieses Jahr sein Date sein. Hast du von Langstroms Assistent gehört? Er hat die Kündigung verdient. Wie Kirk. Die wollten sich nicht mehr fügen. Die Stimme vergisst nichts. Wo ist die Stimme? Hatte ich Sie nicht angewiesen, heute formelle Kleidung zu tragen? Das hier ist formell. Haben Sie das Gästebuch gesehen? Natürlich. Ich muss gewisse Leute beeindrucken. Haben Sie die Namen da drin gesehen? Die Geschäfte laufen gut. Sehr gut sogar. Wer hätte gedacht, dass es den Rest von uns so anspornen würde? Verzeihen Sie, es ist an der Zeit. Ja, natürlich. Wir setzen unser Gespräch später fort.
Ein Erfolg. Wohltäter Gothams, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Mit allergrößtem Vergnügen präsentiere ich unseren heutigen Gastgeber. Ernsthaft? Wenn das die Stimme ist, macht er kein Geheimnis draus. Vielen Dank für diesen Empfang. Doch heute geht es nicht um mich. Wir wollen hier einen großen Sohn Gothams würdigen. Bruce Wayne. Nun, Sie kannten den Playboy. Ich kannte seine Güte, seinen unermüdlichen Einsatz für Gothams Wohl. Er mag nun tot sein, doch Bruce' Leistungen für diese Stadt wirken noch über Jahrzehnte weiter. Auf dein Wohl, Bruce. Den letzten der geschätzten Familie Wayne. Du weißt nicht, wie sehr du uns geholfen hast. Und mögen die verbleibenden Familien Gothams deiner würdig sein und dein beispielloses Erbe antreten. Das ist er. Eine Übereinstimmung mit der Stimme des Rats. Bleiben wir dran. Vielleicht haben wir Glück und er nimmt seine Maske ab. Sir, die Labore wollen mehr Dionysium, um den Produktionstermin einzuhalten. Ja, ich weiß. Sie kriegen es so. Sag ihnen, ich erwarte, dass sie die Quote einhalten. Keine Ausrede. Vielen Dank. Ist alles vorbereitet? Wie der Rat es wollte. Sehr gut. Wir sehen uns dann unten. Teufel. Er ging in ein Geheimaufzug und wir haben einen versteckten 13. Stock auf dem Bauplan entdeckt. Er vielleicht ist zwischen den Stockwerken verschwunden. Das wird nichts. Red Hood, wir haben einen versteckten 13. Stock auf dem Bauplan entdeckt. Vielleicht ist die Stimme ja dort. Geheimer 13. Stock, ich komme. Glockenturm, eine Tür. Eindeutig vom Rat markiert.
Verstanden. Seien Sie vorsichtig. Steckt der Rat hier drin? Der Rat der Eulen. Jetzt will die Stimme wohl Verstecken spielen. Toll. Er kann nicht einfach verschwunden sein. Glockenturm? Wie finde ich die Stimme? Glockenturm, bist du da? Verdammt, kein Signal. So alt ist die alte Stimme des Rats auch nicht. Dr. Langstrom war kompromittiert, hat für Kakerlaken gearbeitet. Also haben wir ihn ausgeschaltet. Unsere Freunde... Scheiße, der Rat hat Langstrom wirklich abgemurkst. Mit dieser Aufnahme können wir ihn vielleicht für immer erledigen. Wir haben noch einiges aufzuräumen. Vernichtet alles. Löscht jede Spur von Langstrom aus. Die Botschaft muss klar sein. Man kann nur Mitglied... Alle hier genannten Leute sind entweder tot... oder werden vermisst. Das muss eine Abschussliste sein. Du hast es also allein hier geschafft. Jemand musste doch verhindern, dass du Gotham zerstörst. Gotham zerstören? Wir wollen es retten, seinen Ruhm bewahren. Jetzt sehe ich, welches Potenzial du hast, es uns gleich zu tun. Oh, Macht und Ruhm, ja? Mal was ganz Neues von dem maskierten Spinner. Ihr trägt nur alle eine Maske. Sie, Mr. Todd. Jacob Kane? Woher? Woher wusstest du es? Ich weiß es. Ich wusste auch, dass mein Neffe Bruce da draußen im Kampfpyjama für Frieden sorgt. Keine Sorge, ich hab's nicht verraten. Aus Loyalität zu Martha. Wir leben alle Doppelleben, um die Stadt vom Chaos zu schützen. Der Rat geht dabei nur diskreter vor. Die Bürger Gothams werden merken, dass du mit ihnen spielst. So läuft das nicht. Ja, Batman würde an deiner Stelle wohl dasselbe sagen. Warum habe ich Bruce nie vom Rat erzählt? Unsere Ziele sind gleich. Unsere Feinde auch. Es ist Irrsinn, dass du uns nicht dienst. Ich töte jetzt niemanden mehr. Unterschiedliche Taktiken, das ist wahr. Du sagst, du beschützt Gotham. Aber du hinterlässt nur Leichen. Kirk Langstrom, sein Assistent... Wer uns betrügt, wird dafür leiden. Langstrom hat den Rat betrogen. Bruce gab alles, um diese Stadt zu retten. Ihr kämpft für euch selbst und niemals nehme er das hin. Verwende meinen Neffen nicht gegen mich. Ich trauere um Bruce. Ich will antworten auf seinen Tod wie du. Ich bin gar nicht wie du, Jacob. Ich habe verstanden. Ich habe Bruce beschützt, dich schütze ich nicht. Wenn du nicht willst, dann wirst du wohl wie Lenz. Sicherheit gefährdet. Wir werden im Wald angegriffen. Sind aus dem Nichts gekommen.
Ich habe jetzt größere Probleme. Geh mir aus dem Weg. Das hier wird dir nicht gefallen. Ich muss zurück zum Ballsaal. Sofort. Nein, nein, bitte nicht! Oh, Mist. Glockenturm, die Liga der Schatten ist hier. Verstanden. Sanitäter wurden gerufen. Scheiße, die Leute haben keine... Zeit, sich um die Spinner zu kümmern. Das GCPD betritt in Kürze das Hotel. Sie sollten es verlassen. Die Ermordung einiger unserer besten Polizeikräfte im Orchard Hotel ist selbst für Gotham ein neuer Tiefpunkt. Es ist Zeit, dass die echten Helden, das GCPD, wieder eingreifen und für Recht und Ordnung in unserer Stadt sorgen. Wir erobern sie zurück! Krass. Überraschenderweise stimmt keine unserer Stimmaufnahmen mit Commissioner Kane überein. Hey! Sie ist vielleicht kein Mitglied des Rats, aber sie könnte ihre Verbündete sein. Sie ist Jacobs Frau. Catherine ist mit dem Geheimnis ihres Mannes wahrscheinlich nicht vertraut. Ich kenne Jacob gut und hatte nie den leisesten Verdacht. Colonel Arschloch hat alle getäuscht. Sogar Bruce. Die anderen Mitglieder waren auch beim Ball. John Wycliffe, Isabella Haas, Maria Powers. Alle beim Hotel von der Liga getötet. Colonel Kane ist das einzige Mitglied, das sicher überlebt hat. Und vermutlich auch Lady Cobblepot. Sie wird derzeit noch vermisst. Und der Rat hat garantiert mehr Mitglieder als Jacob Kane und Constance Cobblepot. Diese Stimme hatte wohl offenbar doch recht. Niemand wird glauben, dass irgend so ein Kinderreim Gotham so lange regiert hat. Aber die Leute werden glauben, dass Jacob Kane den Mord an Langstrom angeordnet hat. Das können wir zweifelsohne beweisen. Geben wir das Detective Montoya. Das sollte eigentlich für eine Anklage reichen. Ich füge eine Liste aller uns bekannten Mitglieder hinzu. Einschließlich der Toten. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Jacob wird unseren nächsten Schritt bereits erwarten. Und wer redet mit Talia? Der Rat und die Liga werden sich gegenseitig zerfleischen. Wir sollten bereit sein, wenn wir zwischen sie geraten. Sagen können, dass deine Liga plant, beim Ball ein Massaker zu veranstalten. Sieht das aus wie meine Liga? Nahmen Sie dem Rat den Kopf? Oder ihr? Nein. Trotz der ganzen Morde lebt die Stimme noch. Dann greift die Liga weiter an. Und das ohne Rücksicht auf Verluste. Und der Rat wird sich mit Talons revanchieren. Wie viele von Gothams Bewohnern sollen dabei draufgehen, Talia? Unzählige. Die Liga wird die Stadt heimsuchen. Und der Rat bereitet etwas noch Größeres vor. Und es wäre? Langstrom schrieb, lebende Objekte ergäben noch stärkere Talents. Ich will lieber nicht hier sein, wenn sie rauskommen. Was weißt du noch über Langstroms Umtriebe? So
So gern ich mit euch plaudere, Gotham wird mir doch zu ungemütlich. Kommt mich nicht suchen. Hey, Glockenturm, hast du das gehört? Ja, noch fiesere Talents im Anmarsch. Sie werden das Ende des Rats der Eulen nicht leichter machen. Wir müssen weitermachen, sonst geht die Stadt bald in Flammen auf. Finden wir ein paar Quellen. Dachte mir, dass du hier bist. Naja, nicht hier. Aber an so einem Ort. Ist nett hier. Gemütlich. Echt gemütlich. Ich mag vor allem die Steine. Ich könnte hier bleiben, die ganze Nacht. Na klar doch. Dick? Dick! Ich war mal Akrobat, weißt du. Na gut, setz dich. Aber halt schön die Klappe. Ja. Clock Kings Zeit ist um. Dir auch nicht weiter. Aber der Stärkere gewinnt. Und naja, das bin eben immer ich. Was ist passiert? Und wie bin ich hierher gekommen? Red Hood, kannst du mich hören? Ich bin wohl allein. Ding kaputt? Das
Was in Gotham vor sich geht. Der Allerschätzer wird weg. Was ist das? Langsam hasse ich diesen Ort. Was? Ich bin wieder hier? Unmöglich! Das ist nicht okay! Alfred? Nein. Nein, nein, nein! Alfred! Mom?
Dad? Nein, ich will das nicht nochmal erleben. Was ist das? Red Hood, bist du's? Nightwing. Warte, woher weiß ich, dass du's bist? Das war fantastisch. Also, du hast mich ja mal in Bloodhaven besucht. Und ich bin mit dir zu Hogan's Alley gegangen und... Okay, du bist es. Über die Nacht. Immerhin ist die Luft sauber. Sie müssen überall Gas eingeleitet haben. Hier stimmt was nicht. Diese Gänge enden nie. Gut, dass du bei mir bist. Hoffentlich ist das ein Ausweg. Die Terrorische kompromittiert. Rede, dann lasse ich auch alles heile. Was ist das hier? Hier bereiten wir Freiwillige für das Projekt Polaris vor. Es ist ein Zelleneinsatz. Freiwillige? Tote können nicht in Experimente einwilligen. Anfangs sind sie ja nicht tot. Die Neuen opfern sich dann aber für die Sache. Danke. Ich schlag dich jetzt K.O. Gott, sie erschaffen eine Talon-Armee. Sie könnten die gesamte Stadt einnehmen. Yeah.
und unser Herz füllen wollen. Ja, wir wollen dank euch für eure Opfer und eure Heilige Scheiße. Geschafft. Red Hood, sind Sie da? Der Bat-Computer empfängt Ihr Signal wieder. Hören Sie mich? Verstanden, Glockenturm. Schön, deine Stimme zu hören. Gott sei Dank. Geht es Ihnen gut? Ja, ich bin noch ganz. Kommen Sie so bald wie möglich zum Glockenturm. Die Talons, das Labyrinth, alles Strafe fürs Entlarven des Rats. Dass Jacob Kane je dachte, wir wären auf derselben Seite. Das Labyrinth sollte uns nicht nur umbringen. Der Rat wollte uns manipulieren. Hat wohl geklappt. Es ist okay, Tim. Wirklich. Batman hat niemanden getötet. Doch was würde er von Soldaten halten, die als Monster auferstehen wollen? Ich war schon tot. Bin ich jetzt ein Monster? Wir haben einen Rückschlag. Und das geht in dir vor, Tim? Mord? Nett, dass du ihn vom Töten abbringen willst, aber das Labyrinth war mehr als ein Rückschlag, Bat. Tut's nicht so, als wäre ich nicht hier. Du bist nicht Bruce und ihr auch nicht. Es reicht. Ganz Gotham wollte Batman an den Kragen. Wenn Bruce heimkam, blutig, fast tot, hab ich ihn geflickt. Genauso wie euch jetzt. Er war oft wütend. Aber er sank nie auf ihr Niveau. Das werdet ihr auch nicht. Alfred hat recht. Batman hatte einen Kodex. Wie hart es auch werden wird, wir bleiben ihm treu. Der Rat besteht aus Gothams Gründerfamilien. Für sie gilt, Blut ist dicker als Wasser. Sie sind zwar verwandt, aber keine Familie. Nicht so wie wir.
die Beweise, die wir gegen Kane im Hotel gefunden haben, sind praktisch kugelsicher. Dann sollten wir keinen Krieg gegen sie führen, sondern sie anklagen. Kane wird sich keinem Haftbefehl fügen. Das wird er, wenn wir den Cops helfen. Den Cops, die gerade Jagd auf Rächer in Gotham machen? Mindestens ein Cop ist noch auf unserer Seite. Oh, hallo. Wie geht es dir an diesem schönen Tag, Abend? Hallo, Oswald. Hast du einen Geist gesehen? Ich meine, von dir kenne ich das gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Alles in Ordnung. Möchtest du ein Glas irgendwas? Weißt du, viele wollten mich umbringen. Einer hatte Erfolg. Aber ich habe nicht erwartet, dass du versuchst, mich abzumoxen. Nein, du verstehst nicht. Sie sind mit diesen Talon-Dingern aufgetaucht. Sie wollten mich langsam in Stücke reißen und ich dachte mir, naja, du hast Schlimmeres überstanden. Ja, ich hab's kapiert. Hoffentlich können wir diese Sache hinter uns lassen. Es wäre schade, wenn wir diese vorteilhafte Geschäftsbeziehung verlieren. Sei froh, dass ich dir nicht die Nase breche. Das ist nicht gut. Es gibt Unruhen in ganz Gotham. Wow. Dr. Q lädt all ihre Queenies zu einer Wellness-Party ein. Wunderbar. Sendet das Bat-Signal oder so. Das lockt sie heraus. Es ist Montoya. Was soll ich denn sagen, Crispus? Sie ist eine Fußball-Mom. Nimm sie einfach fest, Mann. Hey. Einen Moment. Nightwing, hier läuft etwas Seltsames. Wir haben Blockaden aufgestellt, aber wer weiß, wie lange die halten werden. Montoya, Harley zettelt diese Unruhen an. Haltet Stellung, wir kommen zu euch. Wie viele von euch sind denn gerade da? Egal, ist nicht wichtig. Seid nur schnell. Okay. Wir haben ein Ziel. Schlagen wir zu. Egal, was ihr tun müsst, halte die Barrikade! Langer Abend. So wie immer. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, das ist noch offen. Immer noch keine Spur von Harley. Das ist doch lächerlich. Wofür müssen Fußball-Moms und Yoga-Dads denn randalieren? Rabattaktion bei Minivans? Ich seh mal nach. Pass auf. Wenn du stirbst, wäre das eine Menge Papierkram. Der Wagen sendet wohl irgendein Signal aus. Da wird wohl eine Botschaft an eine Reihe von Geräten gesendet. Etwas Medizinisches? Hack dich! Ich brauch dich beim Gotham General. Schnell! Warum? Was könnte das Problem sein, Detective Montoya? Ich geb's nicht gern zu, aber wir brauchen vielleicht deine Hilfe. Das muss ich mir ansehen! Ich weiß nicht, was wir hier drin finden werden.
Ich stehe vor dem verfluchten Krankenhaus, Red Hood. Wir müssen da rein. Das GCPD soll die Position halten, Montoya. Harley hat die Bürger da drin unter ihrer Kontrolle. Ich kann sie stoppen. Mist. Gut, aber ich erwarte einen kompletten Bericht. Wie soll ich in diesem Riesending nur Harley finden? Im Zentrum des Krankenhauses liegt ein Sicherheitsraum. Die Überwachungskameras sehen Sie vielleicht. Dein Fanclub wollte mich nicht durchlassen, Harley. Weißt du, was dein Problem ist? Du brauchst mehr Spaß. Also habe ich dir Geschenke dagelassen. Viel Spaß! Oh Mist. Tötest diese Menschen! Deine dumme Stadt hat sie getötet! Egal. Scheiße, nein. Du wirst sie auf der Party schon sehen. Hilf uns doch jemand, bitte! Ruhe! Oder ich schlag dir den Verdammte Teller. Scheiße. Sie haben Geiseln. Okay! So ist's gut. Montoya, einige Bürger sind auf dem Weg. Bringen Sie in Sicherheit. Okay. Der Sicherheitsraum liegt auf der anderen Seite der Kapelle. Du lässt mich warten, Todkäppchen. Bats würde das nicht gefallen. Ich weiß nicht. Das würde er schon verstehen. Verdammt, was war das? Nix. Ich mach nur die Deko fertig. Du wirst dich wahnsinnig freuen. Alles klar, L3. Ich komm dich holen, Harley. Tun sich ja höllisch weh. Thank you.
Harley markiert ihr Revier. Wahrscheinlich haben ihre neuen Fans etwas damit zu tun. Schlaf gut. Genau wie im Film. Seid nicht frech! Mama redet gerade! So kontrollierst du sie also. Gib das her. Nein. Mein Spielzeug. Genug gespielt, Harley. Als ob. Das ist schon in Planung seit Blackgate. Willkommen zu meiner Party. Deine Party ist scheiße. Wo ist die Torte? Verschwinde jetzt! Beeil dich! Hey! Wohin willst du? Du kannst doch nicht gehen! Das macht doch Spaß! Das war's. Die Party ist aus. Wir wissen beide, dass ich kein Gentleman bin. Aber ich glaube, du hast es langsam raus, Verbrecher einzulochen und so. Danke. Ich habe eine volle Zelle und die Sanitäterin hasst mich. Ich schieb alles auf dich, ja? Läuft das bei dir nicht immer so? Lass das klugscheißen, das macht mir noch wochenlang Kopfschmerzen. Ja, das kriegst du locker hin. Ach ja, mein Schreibtisch ist voller offener Fälle mit... Verdammt nochmal!
Sag das weiter, Clown Girl, dann kneble ich dich. Montoya, ich brauche gute Nachrichten. Ich habe genug Beweise, um Kane jahrelang wegzusperren. Der Haftbefehl ist das Problem. Macht der Richter Ihnen das Leben schwer? Ich war bei jedem Richter, den ich kenne. Keiner will unterzeichnen, aus Angst. Selbst wenn Sie nichts vom Rat wissen, wollen Sie sich nicht mit Kane anlegen. Was ist mit Richterin Moreno? Sie hat schon interessante Leute weggesperrt. Gothams Geldadel. Elena war einer der ersten Namen auf meiner Liste. Aber der Chelsea-Tunnel-Fall scheint alles verändert zu haben. Sie ist untergetaucht. Haben Sie vergessen, womit ich mein Geld verdiene? Ich höre mich mal um und suche nach aufrechten Bürgern, die mir helfen wollen. Ist der Haftbefehl unterschrieben? Führe ich ihn aus. Raubüberfälle und Abhängen an den Docks? Clayface ist vielseitig. Was ist sein Plan? Schwer zu sagen. Mr. Carlo war schon immer unberechenbar. Ich glaube, ich sollte mal nach ihm sehen. Vorsicht. Wir wissen noch immer nicht, was die Turbine mit ihm angestellt haben könnte. Fordert jemand eine Menge kreativer Freiheit ein. Das ist nicht gut. Gelaufen. Du hast Geiseln genommen. Batman wollte ihm nur helfen. Du bist selbst in die Turbine gefallen. Woher weißt du das? Du warst nicht da! Ich habe die Aufnahmen gesehen. Er hatte nichts damit zu tun. Wenn Batman will, dass ich das Drehbuch umschreibe, soll er gefälligst selbst kommen. Geht nicht. Er ist tot. Aber er war beim Schnaubeln. Vor ein paar Tagen. Das ist fast ein Jahr her, Basil. Vieles ist anders. Hörst du? Find dich ab. Dieser Film erzählt eine wahre Geschichte. Meine Geschichte. Aber ruhig ist sie nicht.
ganzen Projekt. Wirst es lieben. Wir sehen uns so am Himmel. Glockenturm. Clayface ist entkommen. Ich komme zurück. Ist die Augenbinde echt nötig? Jetzt nicht mehr. Barbara? Was machst du denn hier? Renee, schön, dass du hier bist. Willkommen im Glockenturm. Du bist Batgirl. Wusste Jim das? Er hat zumindest nie was gesagt. Aber jetzt weißt du's. Du hilfst uns mit Jacob Kane, also müssen wir uns vertrauen. Dick Grayson. Du musst dann wohl Nightwing sein. So offensichtlich? Ziemlich offensichtlich. Du machst ja nicht mal eine andere Stimme oder so. Robin. Hab dich noch nie ohne Kostüm gesehen. Eigentlich schon. So etwa 5-mal. Ach ja. Tim Drake, richtig. Sind jetzt alle Karten auf dem Tisch? Wir haben einen Plan zu besprechen. Jason Todd. Die Toten schlafen nicht. Das höre ich oft. Hast du was erreicht? Der Richter hat wirklich die Jacob-Kane-Klage abgesegnet. Verschwörung gegen Langstrom. Saubere Detektivarbeit. Wenn ihr Kane aus diesem Versteck bekommt, sorge ich dafür, dass jeder ehrliche Cop in Gotham davor wartet. Aber das wird nicht leicht. Dieses Gebäude ist wie ein Panzer. Oh, schon klar. Gepanzerte Fassade, Flugabwehr auf dem Dach. Dafür haben wir unsere Drohne. Ich schätze, dafür habt ihr keine Lizenz. Nein, absolut nicht. Ich gebe zu, Pennyworth. Ich hatte gehofft, sie wären Batman und hätten sich nur zur Ruhe gesetzt. Ich fühle mich geehrt. Doch die Wahrheit ist leider etwas trister. Tut mir wirklich leid. So, nun zum Plan. Der Plan? Ja. Du wirst ihn lieben. Zuerst sammeln sie sich am Treffpunkt in Sichtweite des Ziels. Kane Industries. Ab geht's. Sind alle bereit? Bereit mit dem Drohnen. GCPD auf der Straße. Jedes Stockwerk von Kane Industries ist durch Panzerung geschützt. Sie müssen am Gebäude hochklettern. Prima. Zeit fürs Training. Drück die Nachladetaste, dann senkt sich das Geschütz. Jacob Kane ist, gehört Flugabwehr zur Standardausrüstung. Kane verwendet eigene Panzerung, um zu schützen, was geschützt werden soll. Nur seine eigene Technologie kann das durchschneiden.
Sie werden einen Laserschneider benötigen. Kane hat einen im Munitionslager. Das Ding sieht experimentell und robust aus. Damit kriegt man wohl jede Autokralle durch. Ich bin ein Laserbohrer, Seriennummer KD-847 Prototyp. Krass, es redet. Achtung, Prototyp nur einmal verwendbar. Das muss dann wohl sitzen. Jetzt müssen Sie noch einen Weg finden, sich auf dem Stockwerk frei zu bewegen. Kane besitzt ein Netzwerk aus Sicherheitskameras mit Bewegungsmeldern. Lassen Sie sich nicht von denen entdecken. An der Sicherheitskonsole setzt man wohl das System zurück. Du bist offenbar in Kanes Büro. Laut den Plänen müsste sein privater Aufzug zum Bunker irgendwo in der Nähe sein. Mit diesem Raum stimmt etwas nicht. Sollte er nicht größer sein? Ja, sollte er nämlich. Glockenturm. Hier gibt es eine Art Gitterrätsel. Oh, ich liebe Sudoku. Jedes Symbol darf nur einmal pro Zeile, Spalte und Block auftauchen. Oh Mann, wen bin ich da? Ich hoffe, du hörst zu. Ihre Familie hatte eine Sicherheitsfirma. Ich war im Waffengeschäft. Sie war ledig und ich frisch geschieden. Unsere Ehe würde eine reine Zweckehe sein, das dachte ich. Aber Catherine sieht weiter als ich. Na also. Hab den Rest vom Büro gefunden. Mal sehen, was der Mistkerl hier versteckt. Sie fordert mehr von mir und ich unterstütze ihre Bemühungen zu 100%. Gemeinsam sind wir unschlagbar. Deine Mutter hat nie akzeptiert, dass es Dinge gab, die ich ihr nicht sagen konnte. Dafür war sie zu ehrlich. Seltsam. Der Globus ist mit dem Gemälde verkabelt. Er hält sich wohl für den Bösewicht in einem Spionagefilm. Harte Panzerung. Nur Kanes Technologie kann sie durchschneiden. Okay, sprechender Laser. Zeig mir, was du kannst. Ich bin ein Laserbohrer, Seriennummer KD-847 Prototyp. Ja, schon kapiert. Aber wie schneidest du für mich? Schneide. Verdammt, ist das laut. Hast du einen Leisemodus? Negativ. Nightwing, ergib dich endlich! Achtung! Mutation mit einem Rechner! Komm! Wir konnten Kane bis zu dem Aufzug verfolgen. Fahre los, sobald du da drin bist. Bis hierhin hatten wir geplant. Jetzt musst du improvisieren. Hat jemand eine Ahnung, was mich da unten erwartet? Wir wissen nur sicher, dass der Fahrstuhl zu einem Bunker unter dem Gebäude führt. Gut. Danke für die taktische Erleuchtung. Sei vorsichtig da unten. Okay, scheiße, das ist... Schicke weitere Kräfte in diese... Kanes Kriminalität ist vielschichtig. Neben Stimme des Rats ist er Kriegsverbrecher.
Kady gibt es Daten über jede Weltmacht. Kanes Intel lässt sogar die CIA von Neid ablassen. Kanes Sicherheitsleute sind gut. Da frage ich mich doch, wie er sie ausbildet. Ihr Training reicht offenbar nicht aus. Was ist hier los? Fahren wir nach unten. Glockenturm, meine Schlüsselkarte funktioniert nicht. Ich muss einen Schrägaufzug bewegen. Kann ihn jemand hacken? Ich habe einen Knotenpunkt gefunden, der alle Bunkeraufzüge freischaltet. Perfekt. Danke. Achtung, Sicherheitspersonal. Eindringlinge befinden sich auf den unteren Gebäudeebenen. Scharfe Waffen. Es sind Rächer. Woher kriegt ihr nur all diese Leute? Rückzug, Sicherheitspersonal. Die Gefahr ist gebannt. All zurück auf Patrouille. Entweder lügt er, oder gleich wird alles noch schlimmer. Verdammte Talons! Alles okay? Das letzte, was ich gehört habe, war Talons. Mehr oder weniger. Kane muss verzweifelt sein, wenn er seine Talons losschickt. Verzweiflung macht ihn nur noch gefährlicher. Dieser Raum ist eine Art Stromkontrollzentrum. Scheint auszureichen, um die ganze Stadt zu beleuchten. Schalten wir den Strom ab? Nein. Dann säßen wir hier unten fest. Wir sollten einen anderen Weg finden. Da komme ich nie und... Glockenturm, das hier sieht aus wie das Hauptquartier des Rats der Eulen. Sehen uns um. Glockenturm, hörst du mich? Jetzt gibt's nur noch uns. So viel Mühe! Das ist Gothams Vermächtnis! Ist Ihnen das nicht klar? Schon. Steh auf, Jägerin. Auch wenn es sich nicht so anfühlen mag, das hier ist real. Du hast dich freiwillig gemeldet für eine dir weitaus überlegene Bestimmung für den Schutz. Für die Erhaltung der Ordnung. Gotham ist eine Zuflucht. Wo würde ich wohnen und gedeihen? Diese Einrichtung wurde gebaut, um eine militärische Invasion zu überstehen. Du hast es gemerkt. Du bist genau wie Bruce. Stocherst im Dunkeln und glaubst, du weißt, was das Beste für Gotham ist. Aber du führst den falschen Kampf. Die Liga der Schatten ist fanatisch. Sie würde die Stadt abschlachten, um sie zu säubern. Also bildest du eine verdammte Armee gegen die Liga? Um Gotham vor sich selbst zu retten.
Gotham braucht Jäger, die neuen Ritter. Sie gedeihen im Schatten, wie Bruce und wie du. Aber sie wissen, wo sie hingehören. Wir sollten die Sache beenden. Ein U-Boot, warum auch nicht? Wenn ich das machen würde, müsste ich dich tragen. Du hattest im Orchard deine Chance. Du hast mich enttäuscht. Du hast Bruce enttäuscht. Vielleicht wärst du besser noch tot. Gotham wird nie an den Rat glauben. Dass ich die Stimme bin. Na und? Sie müssen nur an Langstroms Tod glauben. Und wenn ich's war? Hä? Welcher Reporter berichtet davon? Welcher Cop nimmt mich fest? Welcher Richter verurteilt mich? Die Richterin hat heute frei, aber der Rest wartet draußen auf dich. Meine Frau ist Kommissar. Ich komme sofort wieder frei. Bitte sehr, Montoya. Jacob Kane hat nur ein paar Kratzer. Sie arbeiten mit denen, Detective? Dafür nimmt Catherine Ihnen die Marke. Ein kleiner Preis für Ihre Verhaftung. Stimmt es, dass Sie den Mord an Kirk Langstrom geplant haben? Wachen Sie auf! Diese korrupten Polizisten verschwören sich mit den Rächern gegen mich! Unschuldig. Lass den Mist, Jacob! Sag kein einziges Wort mehr! Ich kann nicht... Jacob! Jacob! Du dummer, dummer Mann! Wir müssen die Leute hier wegbringen. Findet raus, wer das war. Sucht überall. Sucht die Dächer ab. Los!
Talia. Glockenturm. Talia hat Jacob erschossen. Sie ist abgehauen, aber wir sind dran. Wir müssen... Was zur Hölle, Talia? Jacob Kane ist friedlich mitgekommen. Und du bringst ihn um. Nein, wir haben ihn ermordet. Die Liga der Schatten dankt dir für die Zusammenarbeit. Bruce war nie so nützlich. Und es war gelogen, dass du nicht die Anführerin bist. Wie lange hast du die Übernahme geplant? Jahre? Jahrzehnte. Ich habe eine klare Vision, die meinem Vater fehlte. Und ohne ihn kann die Liga ihr Potenzial entfalten. Komisch, dass du den Alten nicht selbst erledigt hast. Das war nicht nötig. Und was jetzt? Hm? Du und deine Liga, ihr zieht wohl nicht friedlich ab. Das Orchard Hotel war nur der Anfang. Unser Werk wird als Leuchtfeuer dienen, als Warnung vor dem, was kommt. In einem Blutbad befreien wir erst diese Stadt von Korruption und dann die Welt. Dein Vater hielt immer solche Reden. Die haben mich auch nie beeindruckt. Dann halte ich mich kurz. Ich habe dich leben lassen, weil du nützlich warst. Ich habe dich immerhin neu erschaffen. Tja, ich bin zurück. Und ich werde dich erledigen. Für Bruce... Und für mich. Auch Bruce würde dir sagen, dass nichts diese Abrechnung aufhalten kann. Lebe wohl. Ah, verdammt. Hinterlistig. Wir hatten Jacob in Gewahrsam. Wir wollten ihn endlich einbuchten. Und jetzt hat sie alles, was sie für die nächste Phase ihres Plans benötigt. Sie schnappt sich erst unsere Mitstreiter, um uns aus dem Weg zu gehen. So ist es. Deshalb habe ich sie bereits gewarnt. Lucius versteckt sich mit einem kleinen Sicherheitsteam an einem sicheren Ort. Und Montoya umgibt sich mit Vertrauten. Das reicht nicht. Ohne uns gehen sie drauf. Angriffe der Liga. Überall in der Stadt. Es hat schon begonnen. Ich pack das, Bruce.